halt hier. Ich mache heute einen Bike-Check. Das Rad ist doch scheiße, Alter. Das hier ist ein geiles Rad, würde ich sagen. Guckt euch die Pedals an, Alter. Colony Signature Pedals. Das eine ist rot, das andere ist grün. Ich verstehe gerade nicht, wie man das... Das dreht sich irgendwie nicht, warte. Siehst du es? Ne, das andere ist sogar Animal. Das sind zwei verschiedene Pedals. Das heißt, super viel Grip für super geile Tricks. Ihr versteht, was ich meine? Okay, okay. Guck dir diese Kette an, Alter. Diese Kette, die hält alles aus. Die ist super gespannt. Die kriegst du nirgendwo anders. Die ist von Salt. Mega Kette. Und das Kettenblatt, warte. Ich muss kurz 180 Grad Drehung machen mit dem Ride. Mit dem fetten Ride. Fette Profile Cranks. Only for the niggers. You know. Und hat dein Rad ein Rücklicht? Nee. Die Karre hat ein Rücklicht, Alter. Guck dir das an. Die hat ein Rücklicht. Das geht nicht. Boah, geil, oder? Gepäckträger ist auch dabei. Wenn du mal eine fette Session durch die Hood riden willst, kannst du dich einfach hinten drauf chillen und der andere fährt dich. Und das ist fast wie ein Tandem. Nur noch geiler, weil du nie treten musst. Verstehst du? Der Sattel, ultra bequem, sag ich dir. Geht übelst auf die Eier. Dann hat das Ding eine übelste Klingel, die übelst geil aussieht, aber keine Geräusche macht, so wie es sein muss. Ja, vorne natürlich auch eine Lampe, damit du die geilen Tricks machen kannst. Lamp Grabs mit der linken und mit der rechten Hand. Du kannst die natürlich auch mit beiden Händen machen, musst du nur aufpassen. Aber die Lampe ist super stabil, geht gar nichts, Alter, die kannst du einstellen von Hand. So, ja. Guck dir das an, das hier vorne ist das Beste am Bike. Das Ding hält das Schutzblech. Das ist sowas wie ein Kettenspanner, nur fürs Schutzblech. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Guck dir diese Speichen an hier, ey. Die sind Rust Edition 2011. You know? Und die Narbe hier vorne ist eine Spezialanfertigung von Renac. Die kriegst du nirgendwo, nur in Dresden. Wirklich nur in Dresden. Guck dir die Hinterradnarbe an. Die hat hier so ein cooles Teil. Das ist irgend so ein Teil halt. Das ist voll cool. Ja. Und ich würde sagen, wir zeigen jetzt noch ein paar krasse Riding-Clips von meinem Homeboy Philipp Karpe, der es einfach mal übelst drauf hat in the Hood. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, two hoes laying next to me. Plus I heard an officer arresting me. Good weed and cold drinks, that's the motherfucking recipe. Nigga, and we roll deep, deep, so deep, deep. It's going down in this bitch, bitch. Concrete. We gon' party all night. No sleep, tell the owner, them is all my guys. So tonight everything is on me. The drinks is on me. The bitch is the hotel, the weed is on. Irgendwas radet an der Scheißkiste total. Ey Philipp, das ist doch klar, Mann. Du hast dein Schutzblech. Spanner Dinge sind festgestellt. Kein Profi, Mann, jetzt. Ist fest? Ja, ist fest. No sleeping, living up like it's the weekend. When the DJ play the white song, gon' drink, gon' party all night long. Leaving from the club, now she wanna stay with us. Came to spend it all, don't care what I'm paying for. Used to be too young, now I'm out here buying the bar. Every time I look up, it's another red cup. Bunch of niggas in the game, but they ain't playing with us. They just playing enough. Man, them niggas ain't ballin', they just laying it up. Saying they does, I'm just rolling hella weed up while on my way to the club. I had to wait at the club, but now I don't, cause everything is on me. The drinks is on me. Alter Philipp, stell dir mal vor, der Luis würde sehen, was wir mit dem seinem Fahrrad machen würden. Der würde ausflippen. Jo, ich glaube. Nee, ich glaube, der würde sich sogar freuen. Ich glaube, wir machen einfach mal ein Video und stellen dem das auf die Pinnwand. Wie wir sehen, sein Fahrrad so zerschrotten. Auf jeden.